Ja, liebe Studierende, ich darf Sie herzlich begrüßen zum zweiten Teil des Videos über Vorstellkorrektur und Eigenverbrauch. Wir haben uns im ersten Video schon recht ausführlich mit der Vorsteuerkorrektur und dem umsatzsteuerrechtlichen Eigenverbrauch beschäftigt und im zweiten Video dazu möchte ich das jetzt nicht noch einmal alles wiederholen, sondern ich möchte mit Ihnen ein paar zusammenfassende Beispiele besprechen, in denen ich noch einmal zusammenfassen möchte, anhand von Beispielen den Anwendungsbereich von Vorsteuerkorrektur und Eigenverbrauch auf der einen Seite, also festigen das, was wir im ersten Video schon im Detail besprochen haben, und in zwei weiteren Beispielen möchte ich dann auf Besonderheiten zum Entnahme- und Verwendungseigenverbrauch bei Grundstücken eingehen, die ich im ersten Video noch nicht, zumindest noch nicht so genau erläutert habe. Ja, schauen wir uns gleich Beispiel 1 an. Die V-Versicherung erwirbt im Jahr 01 eine EDV-Anlage um 10.000 Euro plus 20% Umsatzsteuer. Die EDV-Anlage wird zu 40% für den Versicherungsbetrieb und zu 60% für die Abwicklung einer steuerpflichtigen Gebäudevermietung verwendet. In diesem Fall bewirkt die Versicherung also sowohl unecht steuerfreie als auch steuerpflichtige Umsätze. Soweit der Zusammenhang mit unecht steuerfreien Umsätzen besteht, ist, wie wir besprochen haben, nach § 12 Absatz 3 der Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Die Vorsteuer ist daher in eine abzugsfähige und in eine nicht abzugsfähige Vorsteuer aufzuteilen. Dafür gibt es mehrere Methoden. Das ist für uns jetzt nicht wichtig für dieses Beispiel. Hier nehmen wir es gegeben an, dass die EDV-Anlage zu 40% für den Versicherungsbetrieb und zu 60% für die Abwicklung der steuerpflichtigen Gebäudevermietung verwendet wird. Das steht also im Zusammenhang im Ausmaß von 60% im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Umsätzen. Das heißt, der Vorsteuerabzug steht in Höhe von 60% zu. Entschuldigung. So, ab dem Jahr 03 wird die Anlage jetzt zu 100% für den Versicherungsbetrieb verwendet. Hier kommt es jetzt zu einer Änderung der Verhältnisse. Zuerst wurde die EDV-Anlage ja teilweise auch zur Ausübung steuerpflichtiger Umsätze verwendet, nunmehr zur Gänze für die Ausübung unecht steuerfreier Umsätze. Es ist also eine negative Vorsteuerkorrektur vorzunehmen. Der Beobachtungszeitraum für Anlagevermögen beträgt 5 Jahre, 2 Jahre sind schon vorbei, 3 Jahre des Beobachtungszeitraums sind noch offen, also insgesamt 3/5. Das heißt, bis zum Ende des Beobachtungszeitraums ist für jedes Jahr der Änderung 1/5 der abgezogenen Vorsteuer zurückzuzahlen. Und im Jahr 01 wurden 60% von 2.000 Euro als Vorsteuern abgezogen. Jetzt im Jahr 03 sind 1/5 davon zurückzuzahlen. Dann Beispiel B, 1b, nehmen wir den Fall anders an. Ab dem Jahr 03 wird die Anlage zu 100% für die steuerpflichtige Gebäudevermietung verwendet. Auch hier kommt es zu einer Änderung der Verhältnisse. Zunächst wurde die Anlage teilweise für die Ausübung ohne steuerfreie Umsätze verwendet, nunmehr zur Gänze für die Ausübung steuerpflichtiger Umsätze. Es ist also eine positive Vorsteuerkorrektur vorzunehmen. Vom Beobachtungszeitraum von 5 Jahren sind wiederum 2 Jahre schon vorbei, 3 Jahre sind noch offen, also insgesamt 3/5. Und bis zum Ende des Beobachtungszeitraums ist für jedes Jahr der Änderung 1/5 der ursprünglich nicht abgezogenen Vorsteuer vom Finanzamt zu erstatten. Das heißt, ein Vorsteuerabzug, haben wir gesagt, stand im Ausmaß von 60% zu. Das heißt, anders gesagt, 40% von den 2.000 Euro konnten nicht als Vorsteuer abgezogen werden. Im Jahr 03 wird 1/5 davon erstattet. Beispiel 2. Rechtsanwalt Richard, der jährliche Umsätze in Höhe von ca. 200.000 Euro hat, erwirbt im April 01 einen Klein-LKW um 30.000 Euro plus 20% Umsatzsteuer, den er zu 60% für unternehmerische und zu 40% für private Zwecke verwendet. So, dieser Fall ist jetzt anders gelagert. Hier wird nicht ein Gegenstand verwendet, der teilweise im Zusammenhang mit unecht steuerfreien Umsätzen und teilweise im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Umsätzen steht, sondern hier wird ein Gegenstand gemischt im Sinn von teilweise unternehmerisch und teilweise privat genutzt.
So, das heißt, Richard nutzt diesen LKW teilweise für unternehmerische, teilweise für private Zwecke. Und in diesem Fall steht der Vorsteuerabzug, wenn er dem Finanzamt nicht eine Zuordnung nur im Ausmaß der unternehmerischen Nutzung mitteilt, was, wie wir in Teil 1 des Videos besprochen haben, möglich ist. Wenn er das nicht macht, dann steht der Vorsteuerabzug zur Gänze zu, weil der kleine LKW ja zu mindestens 10% unternehmerischen Zwecken steht. Also Vorsteuerabzug in Höhe von 100% möglich. Die private Verwendung des kleinen LKWs führt zu einem Nutzungseigenverbrauch nach § 3a Absatz 1a Ziffer 1 Umsatzsteuergesetz. Bemessungsgrundlage, haben wir gesagt, sind die auf die Nutzung entfallenden Kosten, also auf die private Nutzung entfallenden Kosten. In unserem Fall ist die Bemessungsgrundlage für den Nutzungseigenverbrauch, da man hier die anteiligen Betriebskosten und die AFA heranzieht, 40% der Betriebskosten und 40% der AFA. Davon hat Richard dann 20% Umsatzsteuer zu zahlen. Ab dem Jahr 03 verwendet Richard nun den kleinen LKW endgültig zur Gänze privat. Ab diesem Zeitpunkt wird der Gegenstand endgültig für Zwecke außerhalb des Unternehmens verwendet. Es liegt eine Entnahme vor, die zu einem Entnahmeeigenverbrauch nach § 3 Absatz 2 Umsatzsteuergesetz führt. Bemessungsgrundlage dafür ist der Wiederbeschaffungspreis im Zeitpunkt der Entnahme. Nehmen wir auch hier eine Variante an, ab dem Jahr 03 verwendet er den kleinen LKW zur Gänze für unternehmerische Zwecke. Hier passiert nichts. Richard konnte einen Vorsteuerabzug geltend machen ursprünglich, das passt, jetzt auch nachträglich betrachtet, also auch im Hinblick auf die jetzige Verwendungsänderung passt das. Die Konsequenz davon ist nur, dass die Eigenverbrauchsbesteuerung entfällt. Das heißt, noch einmal zusammenfassend, im ersten Fall haben wir die Nutzung eines Gegenstands gehabt, der teilweise im Zusammenhang mit unecht steuerfreien und teilweise im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Umsätzen steht. Hier steht der Vorsteuerabzug zunächst nur anteilig zu. Wenn sich die Verhältnisse ändern, dann kann es zu einer Vorsteuerkorrektur kommen. Also sind die Regeln über die Vorsteuerkorrektur anwendbar. Im zweiten Fall haben wir eine gemischte Nutzung im Sinn von unternehmerischer und privater Nutzung. Hier steht, wenn der Gegenstand zu mindestens 10% unternehmerisch genutzt wird, der Vorsteuerabzug zur Gänze zu. Die private Nutzung führt zu einem Nutzungseigenverbrauch. Das heißt, die unternehmensfremde Verwendung, die erfüllt jetzt grundsätzlich den Tatbestand des Eigenverbrauchs und führt nicht zu einer Vorsteuerkorrektur. Etwas anderes gilt aber dann, wenn die Entnahme oder die private Nutzung unecht steuerfrei oder nach § 3a Absatz 1a Umsatzsteuergesetz nicht steuerbar ist. Hier kann es bei einer Änderung des Ausmaßes der unternehmerischen oder privaten Nutzung oder im Fall einer Entnahme zu einer Vorsteuerkorrektur kommen. Und das möchte ich Ihnen jetzt abschließend noch in zwei Beispielen zeigen, in denen ich auf die Besonderheiten beim Entnahme- und Verwendungseigenverbrauch von Grundstücken eingehe. Beispiel 3. Matthias lässt im Jahr 01 sein Gebäude um 600.000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer errichten, welches er nach der Fertigstellung zu 60% an Privatpersonen vermietet und zu 40% privat nutzt. So, die Vermietung zu Wohnzwecken ist nach 6 Absatz 1 Ziffer 16 Umsatzsteuergesetz von der Steuerbefreiung ausgenommen. Das heißt, anders gesagt, es gibt keine Steuerbefreiung, die Vermietung ist steuerpflichtig und mit einem Umsatzsteuersatz von 10% zu besteuern nach § 10 Absatz 2 Ziffer 3 Liter A Umsatzsteuergesetz. Wird ein Gebäude jetzt, wie hier, zu 60% für steuerpflichtige Umsätze, also für unternehmerische steuerpflichtige Umsätze und zu 40% privat genutzt, dann hat das nicht wie bei anderen Gegenständen zur Konsequenz, dass der volle Vorsteuerabzug zusteht und die private Nutzung zu einem Nutzungs- oder Verwendungseigenverbrauch führt, sondern, wir haben uns in Teil 1 die Rechtsgrundlagen dazu auch schon angeschaut, der Vorsteuerabzug steht nur im Ausmaß von 60% zu. Also nur im Ausmaß der unternehmerischen Nutzung. Zur Wiederholung noch einmal aus dem Umsatzsteuergesetz ergibt sich diese Rechtsfolge aus § 3a Absatz 1a letzter Satz. Der sagt, Ziffer 1 gilt nicht für die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Grundstücks, sowie aus § 12 Absatz 3 Ziffer 4
der die Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Grundstücks für die in § 3a Absatz 1a Ziffer 1 genannten Zwecke ausschließt. Und deutlicher, haben wir in Teil 1 auch schon besprochen, lässt sich diese Rechtsfolge aus Artikel 168a der Mehrwertsteuerrichtlinie ablesen. Also zusammenfassend steht hier nur ein Vorsteuerabzug im Ausmaß von 60% zu. Nun schauen wir uns folgende Fortsetzung an. Nehmen wir an, ab dem Jahr 03 verwendet er das Gebäude im Ausmaß von 60% privat. Die Vermietung an Privatpersonen ist steuerpflichtig. Die Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen im Zusammenhang mit der Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Grundstücks für private Zwecke ist, wie wir gerade gesagt haben, nach § 12 Absatz 3 Ziffer 4 vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen. Ändert sich also das Ausmaß der unternehmerischen bzw. privaten Nutzung, dann ist, je nachdem in welche Richtung sich diese Verhältnisse ändern, eine Vorsteuerkorrektur vorzunehmen. Und in unserem Fall ist eine negative Vorsteuerkorrektur vorzunehmen, weil sich das Ausmaß der Verwendung für private Zwecke erhöht. Beispiel 4. Anita lässt im Jahr 01 ein Gebäude errichten und vermietet dieses Gebäude an Privatpersonen für deren Wohnzwecke. Es fallen Vorsteuern in Höhe von 200.000 Euro an. Die Vermietung ist, wie vorhin schon gesagt, steuerpflichtig, mit einem Umsatzsteuersatz von 10%. Das heißt, da die Errichtung im Zusammenhang mit steuerpflichtigen Umsätzen steht, steht aus der Errichtung ein Vorsteuerabzug zu. Nun passiert auch in diesem Beispiel etwas. Ab dem Jahr 11 verwendet sie das Gebäude endgültig zur Gänze für eigene private Zwecke. Das heißt, Anita entnimmt das Grundstück jetzt für Zwecke, die außerhalb ihres Unternehmens liegen, und verwirklicht daher einen Entnahmeeigenverbrauch nach § 3 Absatz 2 unseres Steuergesetzes. Dieser ist nach § 6 Absatz 1 Ziffer 9 Litera a unseres Steuergesetzes unecht von der Steuer befreit. Und dass die Entnahme von Grundstücken unecht von der Steuer befreit ist, das lässt sich eben aus § 6 Absatz 1 Ziffer 9 Litera a ableiten, der die Lieferungen von Grundstücken befreit. Und es gilt auch für die Entnahme von Lieferungen, zumal die Entnahme von Grundstücken ja einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt ist. Ja, auch die Möglichkeit nach § 6 Absatz 2 auf Steuerpflicht zu optieren, die gilt auch für die Entnahme. Das heißt, vielleicht nochmal zurück, die Steuerfreiheit für die Entnahme von Grundstücken, und dazu zählen, wie wir gesagt haben, sowohl Grund und Boden als auch Gebäude, dies aufgrund der Verknüpfung der Eigenverbrauchsbesteuerung mit dem Vorsteuerabzug nur dann von Bedeutung, wenn die Anschaffung oder Errichtung des Gebäudes oder Anschaffung des Grundstücks dann den Vorsteuerabzug berechtigt hat. Konnte kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, dann ist die Entnahme nicht steuerbar. Also wenn zum Beispiel ein Vorsteuerabzug nur teilweise geltend gemacht werden konnte, wenn zum Beispiel ein bebautes Grundstück entnommen wird und nur das Gebäude zu einem Vorsteuerabzug berechtigt hat, dann ist die Entnahme nur in diesem Ausmaß als Entnahmeeigenverbrauch steuerpflichtig. In steuerbar und steuerpflichtig. In unserem Fall hat die Errichtung aber zu einem Vorsteuerabzug berechtigt. Das heißt, ab dem Jahr 11 ändern sich die Verhältnisse von einem Zusammenhang mit steuerpflichtigen Umsätzen nunmehr zu einem Zusammenhang mit unecht von der Steuer befreiten Umsätzen. Es ist also eine negative Vorsteuerkorrektur vorzunehmen. Der Beobachtungszeitraum für Grundstücke beträgt, wie wir in Teil 1 besprochen haben, 20 Jahre. 10 Zwanzigstel sind in unserem Beispiel noch offen. Es ist also eine Vorsteuerkorrektur im Ausmaß von 10 Zwanzigstel der ursprünglich abgezogenen Vorsteuer vorzunehmen, also 10 Zwanzigstel von 200.000 Euro. Und die Korrektur ist in diesem Fall auf einmal vorzunehmen, also die Vorsteuer ist auf einmal zurückzuzahlen, weil das Gebäude aus dem Unternehmensvermögen ausscheidet. Ja, die Verpflichtung zur Vorsteuerkorrektur kann bei der Entnahme übrigens vermieden werden, wenn nach § 6 Absatz 2 unser Steuergesetz auf Steuerpflicht optiert wird. In diesem Fall ist die Entnahme ein steuerpflichtiger Umsatz, sodass es zu keiner Änderung der Verhältnisse kommt. Bemessungsgrundlage wäre in diesem Fall der Wiederbeschaffungspreis im Zeitpunkt der Entnahme. Hier muss man sich allerdings im Detail anschauen, ob das auch steuerlich sinnvoll ist. Das könnte zum Beispiel in einem etwas anders gelagerten Fall sein,
wenn das Gebäude unentgeltlich übertragen wird zum Beispiel und der Erwerber das Gebäude weiterhin unternehmerisch nutzt und zu einem Vorsteuerabzug berechtigt ist. Ja, damit bin ich für heute auch schon am Ende und ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.